Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Luigi's Mansion 2, Dark Moon, Part Nummer 18. Ja, im letzten Part haben wir die Pumpe wieder in Gang gebracht und haben jetzt überall Wasser, wo wir die ganzen Pflanzen gießen können. Und dann bin ich hier wieder stehen geblieben beim gemütlichen Durchsuchen, aber ich glaube, hier komme ich gar nicht weiter, wenn ich mir das gerade so angucke, oder? Oder kann ich mir hier den absaugen? Nee. Weil die Tür hier geht ja gar nicht mehr auf hier. Okay, das ist dann wohl Absicht, dass man hier dann nicht durchkommt. Okay, alles klar. Also ist ab hier Schluss, in dem Sinne. Oh, ich habe irgendwas übersehen. Aber gut. Das sollte hier nicht zu ungewollt, zu ungestüm hier durchrennen. So, das hier kann man dann zum Glück als Abkürzung nehmen, gell? Gut, dann haben wir zumindest mal im letzten Part auch uns hier so weit durchgeguckt, dass wir jetzt vielleicht sogar genug Zeit haben, um das Level auch zu schaffen. Wir wissen ja, dass wir da rein müssen, aber wir gehen erstmal nach rechts. So. Weil da kann sich auch wieder was verändert haben, gell? Na komm. Kann man da auch irgendwas machen oder ist es einfach jetzt nur die ganze Zeit an? Okay, und da ist was drin. Okay, das Ding hat aber gewackelt, gell? Na gut, dann halt nicht. So, die Schatztruhe ist unsichtbar. Ist halt immer schön, wenn man sich dann sowas merken kann, wo was war, damit man halt, damit man da halt auch wieder, also damit man sich einfach daran erinnert, dass man halt auch dadurch belohnt wird, dass man sich auch Sachen merkt, sag ich mal. Aber wenn man dann trotzdem hier und da mal leichter was übersieht, wenn man halt irgendwo dran vorbeiläuft oder dann halt nicht mehr dran denkt. Gerade beim Let's Play ist ja immer so spezieller, was das Verpeiltsein angeht. Oh, der Raum sieht mal voll irgendwie überhaupt nicht nach dem aus, was wir hier gerade haben. Das sieht eher aus wie die Menschen, die wir vorher hatten, gell? So. Yay, ganz viel Münzenregen. Okay. Aber hier sieht man auch schon, dass hier was ist, gell? Hä? Was war das gerade mit dem... Ach, von der Entfernung macht er das auf. Okay, alles klar. Und da habe ich gerade was gesehen. Ja. Ein Glitzern. Okay, aber hier ist dann wohl offensichtlich. Also ich meine, allein die Farbe zeigt ja, dass hier die Tür versteckt ist, gell? So, aber gerade weil die versteckt ist, möchte ich jetzt erstmal hier lang. Oh, Abstellkammer. Also hier gibt es ziemlich viele Räume übrigens. Sehr viele Räume sogar. Hier einen Brunnen. Also der dreht sich wieder, ich sehe den Boden. Okay, alles klar. Oh, hier sind... Oh, hier sind wieder blaue... Nee, ich wollte gerade sagen, was das für ein Geräusch ist, aber guckt euch mal die Treppe an. Okay, dann müssen wir jetzt wohl mit der Treppe mitlaufen oder was, ne? Aber erstmal das ganze Cash einsammeln hier. Aber sind wir jetzt hier schon richtig? Das kommt mir so richtig vor gerade. Warte mal, ich gehe erstmal nach unten. Kriegt immer so eine Munddusche in dem Sinne, gell? So, sollte vielleicht trotzdem mal hier hin und wieder mal durchleuchten, dass vielleicht irgendwas unsichtbar sein könnte, weil wir ja den Raum vorher noch nie betreten haben, wissen wir es natürlich nicht besser. Sieht aber nicht so aus, okay. So, dann gehen wir hier erstmal hier raus. Oh, ein Feuer. Ah, okay, also die Feuer sind normalerweise klar Standard. Ui, hier kann man schön nach oben gucken. Da ist ein Seil, okay. Ja, und das sieht man auch übrigens hier, ja, wenn man dann, dass es normalerweise auf die andere Seite gedreht ist. Und da ist auch irgendwas, aber was ist das? Also dieses helle Teil da, sieht aus wie ein abgebrochenes Regal, aber okay, keine Ahnung. Werden wir bestimmt noch rausfinden, denke ich mal. Aber erstmal gucken, hier mal ein Rasenmäher. Doch, da ist ein Rasenmäher. Aber hier kann man auch viel, haben wir ja irgendwo einen Eimer? Ich frage mich immer noch, ob man die kaputten gießen kann hier so ein bisschen.
Einfach mal diesen Kettenhemd. Achso, ja, okay, wir wissen es ja. Man muss jetzt sowas irgendwie anziehen. Okay, verstehe. Der macht hier den Weg hier auf. Okay. Aber das Gebiet ist ja ein bisschen größer als das, was man hier gesehen hat. Und jetzt ist er da. Jetzt hängt er da fest, man kann ihn nicht mehr bedienen. Okay, alles klar. Oh, der Baum hier. Da ist ein Gesicht. Okay, 1000 Leben. Wo ist denn hier ein Eimer? Ich brauche einen Eimer. Fledermaus? Was machst du denn eigentlich in der Vase drin, Fledermaus? Da ist sogar kein Platz drin. Wo haben wir hier einen Eimer? Noch eine Fledermaus? Okay, alles klar. Irgendwas muss doch der Baum bedeuten, oder? Oder ist der Eimer vielleicht unsichtbar? Irgendwas ist hier unsichtbar auf jeden Fall. Ne, das war die Blume, die unsichtbar war. Der Baum sieht auf jeden Fall sehr verdächtig aus. Kann man da vielleicht generell irgendwas dran machen? Der Baum sieht so verdächtig aus, dass ich mich gerade frage, warum man daran nichts machen kann. Hier unten war auch nichts mehr, gell? Für irgendwas sind wir doch hier runtergekommen. Oder muss ich den jetzt doch rausziehen? Ich mach's einfach mal. Wobei, da ist ja auch eine Gießkanne. Die könnte man eigentlich auch benutzen. Oder? Komm, du ich in die Gießkanne und gießt damit. Das geht doch auch. Nee. Hä? Und länger anleuchten bringt ja hier auch nichts. Ich stehe gerade so leicht auf dem Schlauch, warum man hier runter soll. Oder habe ich doch irgendwo oben den Eimer übersehen? Wo ist hier ein Eimer? Ah, warte mal, da ist noch was. Okay. Aber auch wieder nur eine Blume. Muss irgendeinen Grund haben, warum die Blumen hier unsichtbar sind, oder? Leute, ich bin etwas verwirrt. Oder muss hier der Eimer erst noch auftauchen, irgendwie? Keine Ahnung, oben runterfallen oder so. Ich weiß es doch nicht. Ich möchte eigentlich jetzt auch ungern hier den ganzen Partner damit verbringen, hier den Eimer zu suchen. Oder kann es vielleicht sein, dass der Baum der Eimer ist? Ich weiß es nicht. Und hier kann ich nur an der Vase rütteln, aber an dem... Ja, der ist in die Ecke gefahren, da kriegen wir nichts mehr. Also irgendwas raff ich hier gerade nicht. Der Eimer würde uns auf jeden Fall helfen, hier die Sachen alle zu gießen. Aber scheinbar nicht. Ja gut, dann halt nicht. Dann gehen wir halt jetzt doch mal nach oben lang. Wobei ich mir jetzt... Warte mal, ganz kurz zurück. Wir hatten auch hier jetzt noch eine Tür, gell? Die unsichtbar war. Ich bin so hin und her gerissen, wo man am besten jetzt lang gehen soll. Ich gehe einfach mal hier rein, weil das hier aussieht, als wäre das ein geschlossener Raum. Ja, ist er sogar. Okay, jetzt auch wohl sein wir vermutlich auch. Das X war vermutlich nur, dass ich gleich wieder rausgehe. Oh, hier haben wir einen Ofen, wo wir dann vermutlich Feuer kriegen könnten. Oh, und da unten ist. Das sieht mir eher dann aus, als ob hier eine Kellertür wäre, gell? Hier ist ein Eimer. Aber was machen wir jetzt hier mit dem Eimer? Achso, vielleicht hier den Ofen aus? Nee. Also es muss ja einen Grund haben, warum wir hier Eimer und alles mögliche rumliegen haben. Weil ich mach einfach mal hier... Okay, alles klar, verstehe. Okay, ich möchte mich vorne mal umgucken, dass ich jetzt zu voreilig jetzt weitergehe, nur weil ich jetzt im Garten so ungeduldig wurde. Aber ansonsten ist das hier alles doch relativ Standard. Okay, alles klar. Der umgefallene Stuhl bedeutet auch nichts, oder?
Hier ist auch nichts unsichtbar hier drin. Mal wieder gucken. Bei dem Spiel würde ich mir so leicht wünschen, man könnte sich trotzdem um 360 Grad drehen, weil es geht halt nicht, wenn ich die ganze Zeit den Knopf gedrückt halte. Aber hier ist doch auch noch ein Poster irgendwie an. Ah, eine Luft. Hä? Wie ist das jetzt kaputt gegangen? Warum haben wir jetzt hier einen Luftballon? War irgendwo an der Decke ein Loch oder so? Warte mal, ich guck nochmal so. Nee. Oder müssen wir uns hier runter. Nee. Hättest du. Ach so. Ich glaube. Ja, ja, gut, okay. Ich glaube, ich war zu verstehen. Eimer nehmen und einmal als Gewicht hier. Ja, mit Eimer zusammen kommt man hier nur runter. So ist es gedacht. Labor des Gärtners. Alles klar. Aber jetzt natürlich die Frage, sind wir jetzt hier schon richtig oder hätte ich vielleicht hier noch nicht lang gehen sollen? Ha? Ja, es wird immer mysteriöser hier drin. Oh. Okay, der ist da eingesperrt. Alles klar. Das ist rausgefallen. Achso, das war eine Brille. Jede Menge Papier eingesaugt. Okay, alles klar. Ich bin etwas verwirrt. Okay, da kommen wir erst später hin. Alles klar. Eieiei. Ei, ei. Hallo? Hey Luigi, vorsichtig. Das ist eine Voxelstation. Ein früherer Prototyp meines Voxelporters. Das neueste Modell ist natürlich völlig unabhängig von derartigen Relays. Ich kann dich von überall zurückholen, solange ich dich klar orten kann. Nicht schlecht, wie? Meine einfachste Übung. Okay, also das können wir dann wohl noch nicht einschalten. Alles klar. Was haben wir hier? Eine Blume. Die wohl nichts ist. In dem Sinne. Wo? Oh! Ist das Glas kaputt gegangen? Ich hab's gar nicht gemerkt. Na? Okay, zumindest habe ich jetzt mal gesehen, was passiert, wenn wir davon eingesaugt werden, gell? Wenn wir von hier aufgesnackt werden, in dem Sinne. Ist hier irgendwas zum Gießen? Ich meine, es muss ja einen Grund haben, warum man auch hier runter kann. Ich meine, die Pflanze sollte man nicht gießen, die ist schon so gemein. Aber ich nehme einfach mal den Eimer einfach mal mit. Na? Geht's hier irgendwo weiter lang? Ne, wartet mal, ich guck mal ganz kurz. Achso, hier ist eine Tür. Unten auf der Map erkennt man das gut. So, also sind wir hier in so einem Zwischenraum, okay. Oh, interessant, dass hier mal so ein Buhu versteckt ist, alles klar. Geister protestieren auf allen Vieren. Wir geben keine Ruhe, wir machen Bambule. Von mir aus. Hä, wo ist er denn? So. Und der Raum ist so klein, hier kann man ihn vermutlich auch extrem schnell besiegen, oder? Oh, der ist da hinten drin. Das ist aber nicht jetzt gut. Da kriege ich ihn ja nicht. Und die Münzen kriege ich auch nicht. Ah doch, hier die Gitter sind keine Gitter. Okay, aber das muss man auch erstmal wissen. Okay, das war jetzt auch nur Zufall hier, weil ich hier natürlich die weggesaugt habe. Aber interessant. Gitter, die keine Gitter sind. Sehr schön, okay. Der war auch relativ einfach jetzt hier. Speziell wieder. Alter, so viel Cash. Und da ist auch wieder das versteckt. Aber ich hole mir erstmal die Schatztruhe. Die haben wir uns ja verdient. Ui, noch mehr Cash. Alles klar. Und natürlich wie immer zwischendurch mal gucken, ob hier irgendwas unsichtbar ist. Ihr kennt es ja. Sollte ich in jedem Raum machen. So, aber hier ist dann auch nichts, okay. Die Gitter sind echt. Also man merkt schon wirklich, da hat man sich richtig Mühe gegeben bei dem Spiel. Was die Versteckung Co. angeht. Oh, wo sind wir denn hier? Bei Graf Dracula oder was? Was ist denn hier los? Okay. Die Kerzen sollte man eigentlich nicht unbedingt jetzt ausmachen, weil sonst wird hier ja dunkel, aber.
Okay, die Kerzen gehen eh wieder alle an. Also das ist echt kein Problem hier. Aber was macht man jetzt hier? Ich meine... Kann man da rein? Nee. Man kann nicht nach links laufen, wenn er den Sarg aufmacht. Aber okay, das scheint dann wohl eher für später irgendwas zu sein. Ich habe keine Ahnung. Man kann überall hin, aber man kann auch nicht überall alles machen, gell? Immerhin haben wir den Buhu gefunden in dem Abschnitt. Dann gehen wir wieder nach oben. Ja, und der Eimer, der scheint wohl wirklich nur dafür gedacht zu sein, dass man halt hier, dass man halt hier runtergekommen ist. Dass man zum Buhu kommt. Na gut. Und jetzt können wir uns hier wieder nach oben fliegen lassen. Okay, alles klar. Hui. Okay. Dann heißt es ja mal weitergehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, das Game gefällt mir immer mehr. Das gefällt mir wirklich immer mehr. Also sowas, was hier einem alles geboten wird. Oh, Leben. Kann man gut gebrauchen. Und ich finde es übrigens auch gut, dass Leben auch nur auftauchen, wenn man wirklich Leben verloren hat. Wenn ich mich nicht irre, sage ich mal. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal da oben hin. Und hoffen mal, dass wir da irgendwie etwas finden, sage ich mal. Was ich übrigens noch mal ganz kurz ausprobieren möchte, ist, wenn ich hier unten jetzt lang gehe. Achso, hier ist das Bett drin. Okay, alles klar. Macht natürlich Sinn. Ja. Also jetzt warten, bis die Treppen unten sind oder mit den Treppen laufen, ja? Okay. Schön gemütlich. Oh. Kommst du her? Okay, es war nur der eine. Achso, und der hat dann halt die, der hat die Treppe manipuliert. Okay, alles klar, verstehe. Hier gibt es jetzt auch wieder zwei Türen, wobei die Tür nicht auf der Karte markiert ist. Wenn ich das mal so sagen darf. Also ist das garantiert eine Fake-Tür. Ja, nee. Brauche ich halt gar nicht auszuprobieren. So, jetzt sind wir hier im Labor drin. Okay, alles klar. Ja, her mit den Scheinchen. Und nichts kaputt machen hier. Oh, hier sind ganz viele Münzen dran versteckt. Okay. Oh, da ist der Eimer. Kommst du ja, du Eimer? So ist natürlich jetzt die Frage. Okay, wir müssen das vermutlich erstmal anmachen hier. Ah, verstehe. Alles klar. Und dann geht es. Hä? Achso, da. Ja gut, da ist wohl jetzt der. Hätten wir wohl den Eimer hinlegen müssen. Weil es ist einfach nur einmal kurz rausgetropft und dann war das Wasser natürlich. Alles klar. Yay, ist natürlich die Frage, wie kommen wir da dran? Achso, wir müssen dann oben vermutlich dann den. Das wieder sichtbar machen, gell? So, gibt es sonst noch irgendeine Pflanze? Was sieht nicht so aus, außer halt die in der Mitte. Okay, alles klar. So, natürlich wieder gucken. Ich habe wieder vergessen, Unsichtbares vielleicht finden, je nachdem. Ja, doch, da oben auf jeden Fall. So. Vor allem ist jetzt ja natürlich auch die Frage, wie hätten wir denn... Wobei, wir können jetzt die Maschine ja dann anmachen und dann hätten wir sowieso Wasser, gell? Oh, der hat sogar ein Gem. Noch besser. Den müssen wir nicht mehr suchen. Okay, dann machen wir es halt jetzt nochmal an und gucken, dass hier... die Pflanze im Glas hier jetzt gegossen wird. Oh, die ist ein bisschen groß. Ah, eine Wendeltreppe. Interessant. Wie, hä? Kann ich mit dem Eimer jetzt... Ach so, ich kann nur so hoch. Okay, alles klar. Brauchen wir eine andere Art irgendwie hier nach oben zu kommen? Vor allem, müssen wir hier überhaupt lang? Ich bin so leicht. Und da... Was ist das jetzt? Oh, okay, Shooter. Ah, die Maus hat... Ah, okay, verstehe.
Die Maus hat einen Gem. Na, kommst du her? Man muss immer ein bisschen vorher schießen, aber... Na? Hallo? Ich mache hier alles kaputt. Ich glaube, Bewegungssteuerung wäre ein bisschen leichter, weil man halt besser ziehen kann, aber... Hallo? Na endlich, geht doch. Na? Wie komme ich da jetzt hin? Achso, sie ist gerade. Komm her, du Gem. Also, wir sammeln gut Gems ein, merke ich gerade. Und vielleicht mache ich den Part heute ein bisschen länger, weil ich würde ganz ehrlich schon das Level hier schaffen, bin ich ganz ehrlich. Aber gleichzeitig halt auch es nicht zu lange werden lassen. So, dann machen wir halt heute wieder mal ein bisschen länger, in dem Sinne. Oh. Einfach mal den Frosch eingesaugt. Immer schön ein bisschen anleuchten, wir wissen es ja. Gibt es hier vielleicht irgendwas, was unsichtbar ist? Könnte ja immer sein, gerade bei so einem Haufen. Man könnte die Mission nur für Cash spielen hier, könnte man schon fast sagen, gell? So, Fledermaus. Kommst du her? Hm, okay, gut. Dann war der Raum hier wohl eher nur dafür gedacht, dass man hier so ein Gem findet, extra. Wie groß ist denn das hier? Eieiei. Ansonsten mache ich vielleicht einfach noch eine Folge, das macht vielleicht eher Sinn. Anstatt ich hier jetzt versuche, den Part hier jetzt nur länger zu machen, weil... Kann man hier jetzt nicht lang? Okay, wohl nicht. Aber dann ist natürlich wieder die Frage, was macht man mit dem... Was macht man im nächsten Part, wenn dann hier die, das Level dann doch vorbei ist, gell? Aber gut, okay, dann machen wir es halt so, dass ich halt dann noch einen Part aufnehme. Dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von Luigi's Mansion 2 Dark Moon sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.